Ein wunderschön, Freunde der Sonne. Das war's mit dem Wilder Chiba Update. Die wandern nicht mehr aus, die bleiben hier in Deutschland. Ab jetzt, jeden Sonntag, 10 Uhr, K-Keramik Pro Update. Schreibt gerne in die Kommentare, wer von euch Autoversiegel haben möchte. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank und tschüss. Das war natürlich nur ein Scherz. Freunde, jetzt geht's richtig los. Chibski Updates, Freunde. Das geht mal los, wir ziehen nach Indonesien. So, liebe Leute, jetzt kann es auch irgendwie losgehen. Wir haben den Segel aus dem Raum geschmissen. Spaß. So, was geht? Frohes neues Jahr? Nee, warte, was? Alter, Dubai ist durch. Ab jetzt geht es darum, dass wir unser Leben vorbereiten auf das, was kommt. Sprich, Villa Chibo Updates, ob das jetzt in dieser Form weitergeht, wir wissen es nicht. Es wird jetzt, egal was wir jetzt machen, wird ja in irgendeiner Art und Weise eine Vorbereitung sein. Wird auch alles, es wird jetzt immer intensiver. Wir haben überlegt, grundsätzlich vielleicht diese Laber-Videos einfach zu streichen und dafür das einfach in Vlogs integrieren und da auch immer wieder Update-Fotos und so weiter reinzupacken. Ja. Könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr dieses Format sonntags beibehalten oder können wir das auch in Vlogs reinpacken? Das Problem ist, wie viele Sonntage ist dieser Raum noch da, ne? Ich kann das gar nicht glauben. Ein Flug, aber labern, Alter. Ich weiß gar nicht, wie wir hinkommen. Geh zu Fuß. In diesem Video grüßen wir die liebe Sandra Schmalnauer mit dem Kommentar. Schmalski. Ich wünsche euch so viel Glück und Zufriedenheit und ein schönes neues Jahr. Passt gut auf euch drei auf, ihr Schätze. Eure Videos geben mir so viel Gelassenheit und Kraft für meine Geburt. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Team Chibo, Villa Chibo, Happy Family. Ganz viel Liebe, ganz viel Energie nach Oberösterreich an dich. Ja. Ist das Baby dann schon da? Weil das war jetzt ein bisschen her. Ja, vor 3 Wochen. Also ich glaube, könnte, falls, auf jeden Fall, auf wenn jeden nicht, Fall, dann ganz viel Energie. Wir schicken dir ganz viel Liebe. Natürlich ist es ein Villa Chibo Update und wir wollen auch über die Villa Chibo reden. Und wir haben auch Bilder geschickt bekommen. Die sind allerdings schon eine Woche alt, ne, muss man sagen. Zuschauer sind ja gerade da. Der liebe Moritz ist mit seinen Kollegen Tobi und Jakob, Zuschauer von uns, gerade auf Weltreise. Und unter anderem haben sie einen Stop in Lombok gemacht und sind auch in Bamba untergekommen. Ich finde das so lustig, wie viele Leute eigentlich in Bamba unterkommen. Ja, richtig gut. Wir haben ganz gut Promotion gemacht, ganz gut geinfluenced. Gute Sache, aber halt positiv, ne? Wir geben ja auch nur das wieder so, wie wir es halt wirklich auch empfinden. Also es ist derbe cool, dass so viele Leute da sind und es selbst natürlich auch persönlich feiern. Ja, wer weiß, vielleicht wird Bamba ja auch noch mal eine größere Rolle in unserem Leben spielen. Hä? Man denkt so, hä? Die verkaufen die Villa und kaufen das Bambä. Oh, zu kleiner Schlingel. Bist du im Kontakt mit meiner Ehefrau und ich weiß nichts davon. Spaß, nee, danke vielmals für diese Fotos. Ich sollte dich auch ganz lieb grüßen, ne? Habe ich doch auch getan. Hast du nicht gemacht, natürlich habe ich das getan. So sieht's mir, geht's los. Ey, ich muss mal kurz für ein Wochenende irgendwo hin. Ciao, Baby. Hi, Moritz. Oh, ich bin gerade verwirrt. Ich habe ja Airplate gemacht und deswegen... Airplate? Airplane. Was ist Airplate? Hört ihr aus Airplate raus, was das bedeuten soll? Phrase. Phrase? Ich dachte zuerst Freeze. Wollen wir direkt ein Video ballern? Als erstes? Letzos Fetzos. Sogar mit Droni am Start gewesen, der liebe Moritz. Moritz. Bada boom. Einmal bitte den Oschi. Und schau mal da die hintere Villa. Die ist ja genauso weit wie unsere. Was da los, ey? Ja, das wurde uns die ganze Zeit irgendwie verheimlicht. Ja, ich glaube auch. Hat da jemand der mit den Hauptfokus ist jetzt gerade auf der anderen Villa. Hat da jemand mit den Millis geflext? Also persönlich sehe ich jetzt nicht so einen großen Fortschritt. Ja. Außer diese eine Wand da, hast du die gesehen? Sieht fast so aus, als würden die über unserem Pool so eine Solaranlage bauen. Aber nicer Shot. Aber wie ihr seht, es ist mal wieder alles saftig grün auf Lomski. Richtig schön. Ja, ist ja gerade die Regensaison, ne? Durch, so ungefähr. Hier sehen wir den View und einmal von oben die Villa. Das ist quasi die Bergspitze, die wir sehen. Ja, da unten haben wir es ja verkündet. Kommt da ein Parkplatz hin? Das wäre natürlich nicht so geil. Das sieht auch saftig aus hier. Und das Coole ist, wenn man mal überlegt, Flair. Dass doch wir doch gefühlt relativ dicht an den Nachbarn dran sind, aber wir sie nicht sehen, weil wir einen Hügel hinter uns haben und die uns nicht sehen, weil der Hügel auch ist. Das sieht hier auch dichter aus, als es dann letzten Endes ist. Das sind nochmal 2 Kilometer, damit ihr die Größenverhältnisse ungefähr versteht. Aber es ist schon Wappen. Und ich finde es sehr schön, dass die extra darauf achten, dass man die Villen halt nicht sieht, dass du trotzdem noch einen wunderschönen View hast und nicht, dass unsere Villa quasi denen im Weg ist. Hat auch irgendjemand geschrieben, so ja, wie geil das ist, dass ihr da einfach so Betonklötze in den Berg reinstellt. Dass wir unsere Ziele verfehlt hätten, aber ganz ehrlich, das ist ein Rohbau. Natürlich sieht das jetzt momentan so aus, aber wenn da nachher der ganze Garten und so weiter steht, alles zugewachsen ist, da kommt ja auch noch Holzfassade und so weiter dran, dann ist es nachher auch keine Betonfarbe mehr nach außen hin. Klar. Dann wird das wunderschön einblenden. Das sind ja auch extra die Farben, die wir ausgesucht haben. Ja. Ne? Ja, ja. Also das wird ja extra... Einfach nur für die Leute, die jetzt denken, so, hey, es ist jetzt fast fertig, wir ziehen da jetzt hin und dann besteht da so ein Betonklotz. Nee, nee. So bleibt und sogar Beton ist ja eine nachhaltige Baustoff, ne? Ja, vor allen Dingen ist es...
nur aus natürlichen Substanzen. Wird vor Ort zusammengemischt, das heißt keine Transportwege. Ja, schon, aber halt keine langen Transportwege. Ja, jetzt, ich meinte eigentlich mit Import. Das heißt, das Dach ist auf jeden Fall schon mal drauf und es gibt jetzt auch irgendeine Konstruktion, wo irgendwas vorbereitet wird. Hier kommen ja eigentlich schon die Beete, oder? Mit den Sukkulenten. Genau, und so ein Yoga-Place. Ja, da in der Mitte. Den visualisiere ich mir übrigens immer, Freunde, wie ich morgens beim Sonnenaufgang Yoga mache und die kleine Maus neben mir ist. Auch Yoga macht? Nein, in der Liege liegt das so. Sieht doch ein bisschen aus wie Yoga, was sie da gerade macht. Was steht hier eigentlich? Wangla Sampa. Sampa, was war Sampa Sampa? Sampa Jumpa. Ja, Sampa Jumpa. Sampa Jumpa. Ja, also das mit dem Indonesisch, ne, ist halt noch so eine Sache. Tatsächlich müssen wir sagen, dass wir relativ viele Ziele erreicht haben, aber Indonesisch lernen haben wir nicht gemacht. Wir haben es auch tatsächlich aktiv, ich glaube, 2 Wochen ein bisschen angelernt und dann auch alles schon wieder vergessen. Die Sache ist, dass man halt zu wenig praktiziert. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir aber viel zu wenig Zeit. Ja. Das ist halt immer die größte Ausrede. Sobald wir auf Lomski sind, geht es los. Ja, ich finde sowieso, eine Sprache lernt man am besten, wenn man im Land drin ist. Und man gezwungen Sprichst du aus Erfahrung? Nee, aber ich habe das schon öfters gehört. Ich hatte leider nie das Glück, ein Auslandssemester oder Auslandsjahr zu machen, deswegen. Aber wenn ich irgendetwas anders machen könnte in meinem Leben, ist es wirklich, dass ich dem Abitur die Haare... Nein, aber dass ich wirklich so ein Auslandssemester mache. Yeah. Am besten schon in der Schule, dieses Auslandsjahr oder nach dem Abitur oder irgendwie sowas. So, hier gucken wir in unsere Etage. Hier sind sie gerade im Badezimmer, ne? Ja, wie man sieht, das Klo ist schon da. Haut's einfach direkt auf den Beton. Man sieht aber schon diese Extensions. Es ist halt noch nicht wesentlich weiter. Aber es ist leider echt nicht. Es wirkt halt alles immer noch kahl. Ja, wenn man sich vorstellt, dass wir ja eigentlich im Februar rüber möchten. Das ist ja nächsten Monat. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, das werden die safe nicht schaffen. Ja, wir hatten jetzt auch einen Call mit dem lieben Jacob, wo wir uns besprochen haben. Und er uns schon empfohlen hat, eher im März zu kommen. Auf jeden Fall geben die Jungs von Temple Hills Vollgas, damit sie das Apartment, also die obere Etage, schon mal fertigstellen können, dass wir dort leben können. Das heißt, Sanitäranlagen fertig, dass der Raum geschlossen werden kann. Und dass sie dann alles weitere fertigstellen können, wenn wir vor Ort sind. Was ja auch nicht verkehrt ist, denn dann können wir alles dokumentieren. Ne, mein Schatz? Können wir alles dokumentieren? Yeah. Kleines übrigens wieder mit I love Dad gebrandet. Ich weiß nicht, ist das ein Zeichen? Muss ich mir Gedanken machen? Sie liebt mir einfach mehr. Komm klar mit dem Fakt. Wie gut, dass ich hier das angezogen habe. Also von daher. Aber Fakt ist, es wird nichts daran ändern, dass wir so schnell wie möglich dorthin ziehen werden. Ja, wir wollen auf gar keinen Fall noch länger hier bleiben. Wir haben uns auch so mental eingestellt, jetzt eigentlich im Februar zu gehen. Und wir haben überlegt, ja, vielleicht Ende Februar schaffen wir das noch. Aber ich denke, so ganz realistisch betrachtet wird das Anfang März jetzt eine Nummer. Wir wollen uns doch weiterhin noch nicht stressen. Also wir haben uns jetzt noch kein Timing gesetzt. Aber ich denke mal, nächste Woche werde ich auf jeden Fall mal mit Katar sprechen. Und dass wir jetzt ein fixes Flugdatum haben. Ja, also wir... Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Funktioniert ihr besser unter Stresssituationen? Also ich will nicht sagen, dass wir besser funktionieren, aber es ist halt so ein, oh, okay, dann jetzt wir müssen Potte, wir, dann so. Kommen wir halt zu Potte. So, dann lassen wir uns halt nicht allzu viel Zeit. So, liebe Leute, was für uns eine große Neuerung ist, ist auch der Pool. Naja, so eine große Neuerung ist das jetzt auch nicht. Der Pool nicht, aber die Fliesen, die dort jetzt gesetzt werden. Die 2 Fliesen, die gelegt wurden. 2 Reihen an Fliesen sind hier schon zu sehen. Und die werden jetzt auch mit dieser Plane abgedeckt. Durch, keine Ahnung, Schutz vor Regenfälle, vor Witterung grundsätzlich. Papa, heißt das der Pool, wo ich schwimmen lernen werde? Oh ja! Oh. Aber ich wollte doch einen pinken Pool, Papi. Nein, den bekommst du nicht. Pinker Pool? Papi. Gibt es sowas? Weiß ich nicht, hab ich noch nie Pinker gesehen. Pool? Ich kann mir gut vorstellen, dass es schon Pinke irgendwo Fliesen. Auf der Welt sowas gibt. Hier sehen wir... Was ist das denn? Stinkefuß. Hier werden die ersten Wände schon beklebt mit, sieht aus wie eine Holzwand. Ja, ich glaube auch, dass die anfangen mit dem Holz. Hä, aber was ist das für ein Holz? Also ich weiß, wir hatten ja eine Holzart ausgesucht oder auch eine Farbton für... Ah, ne, ne. Hier sieht man das jetzt anständig in diesem Bild. Das Holz, so in der Farbe, wie wir es auch ausgesucht haben, das sind so Holzstreben. Genau. Und die werden jetzt an dem Beton befestigt. Und dieses Holz, was wir jetzt gerade gesehen haben, deswegen war ich verwirrt, das sind einfach nur Holzplatten, die drüber geklebt werden, um wahrscheinlich... Vielleicht den Klebstoff oder irgendwas. Genau, sowas, wirken zu lassen. So, hier nochmal der Weg von dem Eingang. Wird kein leichter sein. Ey, der wird echt nicht leicht. Mit dem Kinderwagen hier hoch. Aber sie hat ja jetzt ihren Jeep Wrangler Mini, Alter, da wird sie hochcruisen. Mit dem
Jangler, Wrangler. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir auch runtergegangen sind. Das ist immer noch... Ja, hier kriegen wir keinen Kinderwagen durch. Das ist schon mal Fakt. Hier schon, mit Schwung. Die Konstruktion ist auch stabiler geworden. Weißt du noch, wo wir da waren? Das war richtig unstabil, die Nummer. Ja, ja, darf man gar nicht drüber reden. So, ja. Hier, nice Bilder. Das ist die Villa hinter uns. Guck mal, wie weit die schon ist. Crazy. Pool ist auch voll. Ich glaube, da schwimmt sogar schon jemand. Das Schöne ist, wir sind auf jeden Fall so weit, dass man sich jetzt schon bildlich richtig vorstellen kann, wie es nachher aussehen wird. Hier rum alles voll mit Palmen, Blätter, Boom. Das ist richtig schön. In the middle of nature. Ich kann es aber noch nicht glauben, Freunde. Das ist einfach so verrückt. Es ist wirklich jetzt nur noch, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ne, die wir hier sind. Und dann geht's rüber, Freunde. Das ist einfach verrückt. Auch für dich, mein Schatz. Das Gute ist, wir haben ja schon mal mit dem Flug geübt. Sie hat den Flug sehr gut vertragen und wir hatten das so quasi als so einen Testflug. Wie ist das, mit dem Kinderwagen zu fliegen und so weiter und so fort. Hat ja sehr gut funktioniert. Aber so langsam müssen wir echt Gedanken machen, wenn das jetzt mit dem Container nicht klappt, was nehmen wir jetzt wirklich mit? Worauf können wir auf gar keinen Fall verzichten? Ja. Und wie schaffen wir das? Also mit diesem ganzen Kinderwagen, Koffern, Handgepäck, Equipment, wie... noch Baby. Stell dir mal vor, ja, wir werden ja jeder auf jeden Fall safe 2 Koffer haben. Das sind dann 4 Koffer. Dann noch Handgepäck, dann noch Kinderwagen. Dann stell dir mal vor, dann weint sie. Und dann müssen wir sie auf den Arm nehmen. Nee, gar nicht drüber nachdenken. Das ist Game-Over-Gedanke. Und dann würde ich super gerne das noch alles dokumentieren. Schreib sehr gerne mal in die Kommentare, sollen wir auch den Flug rüber filmen? Ich weiß nämlich nicht, ob wir das hinbekommen. Aber das wäre auf jeden Fall eine tolle Erinnerung. Oh, vielleicht, vielleicht braucht Team Chibo ja bald mal einen Praktikanten, der Bock hat, ein bisschen auszuhelfen. Also wer Bock auf ein Praktikum in Lomski hat, schreibt gerne in die Kommentare. So, wir setzen uns jetzt ran, wir bereiten uns vor. Wir werden euch up to date halten, jetzt in einem höheren Videopensum. Bleibt dabei, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Ja, unterstützt uns sehr gerne mit ein paar Kommentaren. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Stay positive, Tschüssi Kowski.